Genau, hallo. Wir haben seit einiger Zeit das Format Linksnet Talks aufgelegt und sprechen sowohl zu Corona-bezogenen Themen als auch zu interessanten aktuell politischen Debatten. Und ich freue mich, dass wir heute Raoul Zelig hier einladen konnten oder er mit uns sprechen will. Wir wollen uns heute unterhalten über einen Beschluss des Parteivorstandes der Linken, der sich um das Thema Kuba oder das Land Kuba, Solidarität mit Kuba dreht, um den es doch einige Aufregung gab. Raoul Zelig, du bist Mitglied des Parteivorstandes der Linken, hast diesen Beschluss mitgefasst und bist aber auch Autor und, ich sag mal, linker Aktivist, ne? Nur um das kurz anzuschneiden. Genau, und politisiert vor allen Dingen in der Lateinamerika-Bewegung. Das heißt also, Internationalismus war für mich immer eigentlich der Schwerpunkt meiner Arbeit und ich bin auch seit den 80er Jahren in größeren Abständen auf Kuba. Auf Kuba, ja. Ich kenne vor allem deine Venezuela-Position, aber genau, jetzt das beiseite. Vielleicht in medias res, am 23.01. hat der linke Vorstand einen Beschluss gefällt, Solidarität mit Kuba, soweit so unspektakulär. Es gab dann zeitverzögert eine riesige Debatte. Vielleicht kannst du erstmal erzählen, was ihr da beschlossen habt und warum ihr das beschlossen habt. Genau. Ja, vielleicht, also zunächst mal, der Beschluss ist meiner Ansicht nach total unspektakulär und das ist, die ganze Unruhe ist total heiße Luft, meiner Ansicht nach. Aber dafür muss man vielleicht verstehen, was da passiert ist. Es gab einen Vorschlag, einen Antrag von der sogenannten emanzipatorischen Linken oder von Leuten aus dieser EMALI, die auf der Grundlage meiner Ansicht nach von Zeitungsartikeln, das haben sie auch eigentlich so begründet, dass sie da gar keine persönlichen Kontakte zu haben, sich solidarisieren wollten mit einem inhaftierten kubanischen Rapper. Wie gesagt, das ist beruhte auf Zeitungsartikeln, war schlecht recherchiert. Und ich finde eben auch, wenn man sich die lateinamerikanische Menschenrechtslage anschaut, dann ist Kuba wirklich im Moment eines der letzten Länder, was mir einfallen würde, wo man als deutsche Linke was zu erklären müsste. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieser Antrag ja nicht weiter durchgekommen wäre, eben genau wegen dieser Situation, wegen diesen Hintergründen. Es gab dann aber einen Gegenvorschlag, der sich las wie so ein Treueschwur zu Kuba von den üblichen Leuten aus der Kuba-Solidarität, was ja in der Regel Solidarität ist mit der Staatsführung, den ich eben auch ein bisschen egal gefunden hätte, weil das man muss nicht jedes Mal wieder verkünden, was man immer sagt. Das ist politisch, finde ich, auch nicht besonders hilfreich. Daraufhin gab es dann den Versuch von der Parteiführung, von den Vorsitzenden, sozusagen ein Konsenspapier zu machen, Konsensbeschluss. Und dieser Konsensbeschluss hat nochmal hervorgehoben, dass wir gegen die Blockade sind, die ja jetzt wieder verschärft worden ist, dass wir uns solidarisieren mit Kuba. Und man hat dann aber noch einen Punkt sozusagen aufgegriffen vom Ursprungsantrag in einer ganz minimalen Form. Man hat gesagt, Menschenrechte sind überall gültig und wir setzen uns für die Fortführung des Dialogs mit der Opposition in Kuba ein. Und zwar, um deutlich zu machen, dass damit nicht die Contra, die bewaffnete Opposition gemeint ist, sondern die andere Opposition, da hat man gesagt, mit der demokratischen Opposition. Das ist also eigentlich, weiß ich nicht, wirklich ein absolut nebensächlicher Antrag gewesen. Man hat das halt gemacht, um nochmal deutlich zu machen, wir stehen zu der Kuba-Position, die wir immer hatten als Linke, aber wir finden, das sollte man halt auch immer dazu sagen, dass wir als Linke nicht so einen selektiven Blick auf Menschenrechte haben. Also wir können nicht zum Beispiel zu Kolumbien was sagen und zu Venezuela schweigen oder zu wenn wir was zu Israel sagen, dann müssen wir auch was zu Syrien sagen oder umgekehrt, wenn wir was zu Syrien sagen, müssen wir auch was zu israelischer Besatzungspolitik sagen. Also man muss, oder zu Russland, also wenn wir uns beschweren über die Repression in Spanien, dann müssen wir uns auch was zur Inhaftierung von Oppositionellen in Russland verhalten und umgekehrt. Also Menschenrechte sind unteilbar und um das deutlich zu machen, hat man diesen Punkt eingefügt. Und aber eben ganz ausdrücklich, um sich da nicht auf diese Sache zu beziehen, hat man diesen Fall, der Ursprungsantrag war, überhaupt nicht aufgegriffen, sondern hat nur gesagt, Menschenrechte gelten überall und man ist natürlich auch dafür, dass es eine demokratische Debatte gibt. Und es war in keiner Weise irgendwie eine Distanzierung von Kuba und es war auch in keiner Weise das, was Ulla Jelpke dann in dem Text interpretiert hat, dass das nämlich ein Vorwurf gewesen wäre, dass Kuba kein demokratisches Land wäre oder dass es in Kuba keine demokratischen Debatten gäbe. Deswegen stand ja da der Begriff Fortführung. Und was jetzt wirklich nochmal besonders absurd an der ganzen Debatte ist, ich war von Anfang an für Nichtbefassung mit dem Antrag, weil ich gesagt habe, wir brauchen
keine Erklärung zu Menschenrechten in Kuba. Wir könnten uns erstmal über die Sachen verständigen, die in der Linken in Deutschland gerade irgendwie ungeklärt sind. Wir haben so viele ungeklärte Felder. Vielleicht konzentrieren wir uns mal aufs Wesentliche. Und es gab dann aber eben zwischen diesen Antragsparteien diesen Kompromiss. Und das Verrückte ist, Kubasi, der Vertreter von Kubasi, Harry Grünberg, hat ausdrücklich für diesen Antrag gesprochen. Nicht nur gestimmt, sondern ausdrücklich gesagt, er befürwortet diesen Antrag mit diesem Punkt Fortführung des Dialogs mit der demokratischen Opposition. Die konkrete Formulierung der Fortführung des Dialogs geht sogar auf ihn zurück, auf Harry Grünberg. Das heißt also, Kubasi steckt mit hinter diesem Antrag in dieser Form. Und danach hat Kubasi eine Kampagne gestartet, die Linke würde sich distanzieren von ihrem Solidaritätsgebot. Also das scheint mir alles schon ziemlich verrückt. Also ich hätte tatsächlich auch gar keine Notiz von diesem Beschluss genommen, wenn ich nicht tatsächlich auch Mails bekommen hätte von Menschen, die offensichtlich hauptsächlich die junge Welt lesen, wo ja tatsächlich tagelang, wenn nicht gar wochenlang, dieses Thema runter und drauf gespielt wurde. Und der Vorwurf jetzt nicht nur von Kubasi, sondern anderen Kuba-Solidaritätsnetzwerken erhoben wird, dass die Linke ihre Kuba-Position vertritt und sich eigentlich an die Seite der USA stellt. Was sagst du denn dazu? Muss man darauf reagieren oder wie kann man darauf reagieren? Also ich, wie gesagt, ich habe für Nichtbefassung gestimmt. Ich bin also wahrscheinlich derjenige, der am radikalsten geredet hat. Ich habe den Leuten von Emily, die den Ursprungsantrag gestellt haben, habe ich gesagt, das wäre saublöd und unverantwortlich, so einen Antrag zu stellen. Erstens, weil es zu Kuba irgendwie überhaupt gar keine Grundlage gibt. Da könnten wir uns über Kolumbien viel ausführlicher unterhalten oder zu Brasilien. Dass sie das nur machen, um irgendwie Unruhe reinzutragen und irgendwie ein Signal auszusenden an die bürgerliche Presse, dass man das Gleiche denkt. Also ich war eigentlich wirklich in einer sehr klaren Sprecherposition. Und für mich ist auch ganz klar, dass bei allen Einwänden oder allen kritischen Debatten, die man über Kuba führen, auch sicherlich führen kann und auch führen muss, für mich ziemlich klar, dass das für Lateinamerika nach wie vor eine unglaublich wichtige Funktion hat, dieses Land, weil es eben das einzige Land ist, in dem so dem Kapitalismus in Lateinamerika ist ja auch nochmal was anderes als gehegter Kapitalismus in Westeuropa. Das ist ja wirklich absoluter Zerstörungskapitalismus. Da muss man wirklich sagen, das einzige Land in Lateinamerika oder eines der ganz wenigen Länder in Lateinamerika, wo man wirklich dem Grenzen setzt und wo man seit 50, 60 Jahren versucht hat, Alternativen zu entwickeln, ist Kuba. Deswegen ganz konkret aktuell jetzt auch wieder am Beispiel der Gesundheitspolitik, wo man das wirklich anders gemacht hat als sonst auf dem Kontinent. Also es gibt wirklich gute Gründe zu sagen, wir haben ein Interesse als Linke daran, Kuba mit diesen Eigenheiten auch zu verteidigen. Deswegen, also finde ich erstmal, habe ich erstmal gar nichts dagegen, dass man hellhörig ist und das auch einfordert und darauf hinweist, dass die Debatte zu Kuba ein bisschen komplexer ist. Aber ich finde, ansonsten gibt es überhaupt gar keinen Grund, also da jetzt zu meinen, in der Linken hätte sich irgendwas geändert. Das ist wirklich völlig an den Haaren herbeigezogen. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das ja von Kubasi mit ausgegangen ist. Also man hätte ja auch sagen können, da wäre ich sofort dafür gewesen, wir machen überhaupt gar keinen Beschluss. Wir lehnen es ab. Das bringt nur wieder so eine absurde Unruhe in die Debatte. Und das hat Kubasi nicht gemacht. Also da wäre die Aufgabe vom Kubasi-Vertreter gewesen, zu erzählen, Leute, das ist alles ein großes Missverständnis. Und das sind natürlich viele Leute gerade gibt es, die auch versuchen, in die linke Unruhe reinzutragen und auch so die alte und neue Parteiführung zu beschädigen, weil sie darauf spekulieren, dass das ihre eigenen politischen Posten stärkt oder vielleicht auch ihren Einfluss erhöht. Das glaube ich, auch gehört, glaube ich, auch dazu. Also es gibt Leute, die das von außen reintragen, die junge Welt, die natürlich immer zeigen will, dass die Deutsche Kommunistische Partei die einzig wahre linke Partei ist oder was auch immer die da denken, keine Ahnung. Das mag eine Rolle spielen, aber das natürlich auch innerparteilich. Es gibt ganz viele Leute, die eben ständig sich so als Gralshüter aufführen, wenig politische Praxis haben oder die einzige politische Praxis von ihnen sich darauf beschränkt, eben vorzuwerfen, dass andere Leute nicht ordentlich an den linken Grundwahrheiten festhalten. Aber wie gesagt, ich fühle mich da nicht von angesprochen. Auch der Parteivorstand hat da überhaupt gar keinen Anlass geboten, dass man sich da Sorgen machen müsste. Da hat sich nichts geändert. Und
Genau, also in Sachen Lateinamerika-Solidarität finde ich solche Belehrungen an mich lächerlich und finde sie auch lächerlich im Zusammenhang vom Parteivorstand. Genau, mir wird auch schon von sächsischen Vorstandsmitgliedern gespiegelt, dass ihr euch sehr viel mit solchen außenpolitischen, ich sag mal, Schaufensteranträgen auseinandersetzen müsst. Das stimmt dir im Grundsatz zu. Wir haben eigentlich ganz andere Probleme auch hier lokal, regional und vielleicht auch europäisch zu lösen. Aber vielleicht jetzt doch nochmal, um in den Inhalt zu gehen. Vielleicht kannst du auch für die, die sich jetzt nicht so intensiv mit Kuba auseinandersetzen, nochmal ein bisschen das Spannungsfeld aufmachen. Es gibt in Kuba das MSI. Wer ist das? Was ist das für ein Akteur, der sozusagen auch kritisch für eine Demokratisierung Kubas oder so auf die Straße geht, wo auch projiziert wird, dass der gemeint ist in Punkt 5 des Beschlussvorschlages, nämlich die demokratische Opposition sozusagen da im Blick zu haben und mit denen weiter zu kommunizieren. Wer ist das? Wie ist so die innenpolitische Lage? Also in anderen linken Zeitungen liest man ja schon auch immer wieder kritische Anflüge in Bezug auf die Demokratiesituation in Kuba und Zugang zu Internet und so weiter. Ja. Naja, um diese MSI oder um die diversen Oppositionsgruppen ging das dann natürlich dann auch ein bisschen hin und her, weil das dann immer die Frage ist, es gibt ja wirklich eine ganze Menge, die sehr enge Beziehungen haben zu der Kontra, den Rechtsextremen in Florida. Und das ist natürlich immer die Debatte war in der Solidarität mit Kuba. Wenn eingefordert worden ist, dass man einen politischen Dialog führt, dass eben solche rechtsextremen Gruppen da ganz gezielt eben ausgeschlossen sein müssen. Ich finde, das sind alles so, also erstmal diese ganzen Oppositionsgruppen, die immer wieder hier in den Zeitungen so transportiert werden, in den europäischen oder auch US-amerikanischen Zeitungen so, über die berichtet wird dort, sind meiner Kenntnis nach alles sehr marginale, kleine Gruppen, die dann auch regelmäßig so, was weiß ich, neue Namen, neue Akteure, aber ich glaube, das ist alles gesellschaftlich nicht so besonders relevant. Deswegen würde ich also überhaupt nicht drauf setzen, ich meine, ich muss jetzt auch zugeben, ich bin jetzt auch schon einige Jahre nicht mehr auf der Insel gewesen, aber ich finde, das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage, die man sich schon stellen kann als Linker, ist natürlich, dass auf Kuba wie in allen sozialistischen Ländern oder wie früher in den sozialistischen Ländern eine sehr, naja, verkrustete bürokratische, sehr verkrustete bürokratische Organisationsformen gibt. Ne? Und das merkt man natürlich in der Wirtschaft, aber das merkt man auch gesellschaftlich und in den politischen Debatten. Und dass es darüber natürlich in der kubanischen Gesellschaft sehr viel Unzufriedenheit gibt und dass diese Unzufriedenheit sehr, sehr berechtigt ist. Also man muss wirklich nur wenige Tage im Land sein, um zu verstehen, von was die Leute genervt sind. Andererseits ist es natürlich nie besonders hilfreich, so von außen da kluge Ratschläge zu erteilen, weil wenn man drinsteckt, stellt man auch fest, dass es dann doch auch komplexer ist, es aufzulösen. Aber ich glaube auch, man sollte schon zur Kenntnis nehmen, dass es auf Kuba gerade wenn man es auch vergleicht, zum Beispiel mit anderen lateinamerikanischen Linksregierungen, also in Venezuela, da habe ich ja auch lange zugearbeitet, da ist meine Einschätzung zum Staatsapparat wirklich mittlerweile eine extrem kritische und bin da auch sehr skeptisch, ob sich da noch irgendwas reformieren lässt aus der Regierungspartei. Und in Kuba finde ich das schon auch mal graduell anders. Also ich finde, dass es in Kuba jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit der Verfassungsdebatte schon interessante öffentliche gesellschaftliche Debatten in Stadtteilen gab oder auch in Arbeitsplätzen darüber, welche Art von Veränderung und Öffnung man will. Natürlich auch wiederum eine sehr kontrollierte Form von demokratischer Öffnung. Also ich glaube, an der Kontrolle durch den Staatsapparat hat das nichts geändert, aber es ist schon möglich und auch gewünscht gewesen, eben da sich Gedanken zu machen und eigene Meinungen und eigene Vorschläge vorzubringen. Also das ist jetzt, ich würde da schon empfehlen, nicht das so zu lesen wie die meisten bürgerlichen Zeitungen, die dann sagen, ja, unsere Form von Demokratie ist sozusagen der Maßstab, denn auch unsere Demokratie hat ja sehr schnell Grenzen, sobald es nämlich an die Interessen von Eigentumsbesitzern geht und Vermögen geht. Da merkt man, dass das bei uns eben auch sehr umrissene Formen von Demokratie sind.
Und in Kuba gibt es halt andere Formen, wie die Demokratie eingehegt ist, nämlich dann, wenn die Staatsführung in Frage gestellt ist, aber was in Kuba wiederum eben viel stärker möglich ist als bei uns, Debatten darüber, wie man die Wirtschaft eigentlich verändern könnte und was für Veränderungen der Wirtschaft eigentlich im Interesse der Gesellschaft wären. Also das, was in Deutschland vielleicht mal theoretisch debattiert wird, aber selten mit praktischer Relevanz diskutiert wird. Solche Debatten sind auf Kuba, glaube ich, durchaus möglich und deswegen durchaus auch interessant, was sich da getan hat. Also ich glaube, da lohnt es sich, komplexer hinzugucken, aber ich würde nicht in erster Linie auf diese Oppositionsgruppen schauen, die ja sehr wenig Leute da erreichen, sondern ich würde vorschlagen, dass man wirklich, wenn man da als Linke sich interessiert für eben, wenn man dort ist, mit vielen Leuten spricht und sich diese vielen Alltagsprobleme eben auch anguckt und eben auch anguckt, warum das politisch immer wieder auch abgewürgt wird, wenn es anfängt, bestimmte Grenzen zu überschreiten. Also dieses Problem, dass sich sozialistische Gesellschaften nicht ausreichend transformieren oder nicht ausreichend, sagen wir, mit dem Problem nicht ausreichend kritisch und selbstkritisch auseinandersetzen, die Frage kann man sich auf Kuba ganz bestimmt stellen. Aber wie gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, warum wir die von Deutschland aus so ausführlich debattieren sollen, weil wir haben genug ungelöste Demokratieprobleme hier und vor allen Dingen haben wir auch als Linke gerade ganz wenig konkrete Ansatzpunkte, wie wir unsere Gesellschaft transformieren und verändern können. Deswegen wüsste ich, also ich finde das jetzt interessant für die Leute, die hinreisen und was lernen wollen und auch mal sehen wollen, wie eine Gesellschaft ganz anders organisiert sein kann. Und dann sollte man natürlich auch sich die Sachen anschauen, die nicht gut funktionieren und auch einen kritischen Blick entwickeln. Also für Internationalisten, Internationalistinnen ist es sehr interessant, wäre so eine Debatte sehr interessant. Aber ich finde, das ist jetzt auch, wenn man hier Lateinamerika-Politik aus Deutschland macht, auch da würde ich sagen, gibt es wirklich viele andere Punkte, die viel brennender sind gerade. Guter Punkt, eigentlich ein Plädoyer, sozusagen auch das Gespräch abzuschließen. Ich wollte noch auf einen Punkt, also oder vielleicht sozusagen abschließend gefragt, ist eine Linke hier in Deutschland sozusagen gut beraten damit, die Transformationsprozesse oder was du gerade beschrieben hast, die kleinen Basisprozesse dort zu beobachten, zu unterstützen, aber Abstand zu nehmen von diesen, Schaufensteranträgen, von dieser symbolischen, abstrahierten Debatte und diesen Scheinkämpfen, ja? Ja, sowieso. Also ich finde eben, wie gesagt, dieser ganze Deklarationsinternationalismus, der ist, finde ich, sowieso belanglos. Also ob die Partei Die Linke jetzt sich solidarisiert hat mit Organisation XY in Südamerika, da können die sich nicht besonders viel von kaufen. Andererseits ist es natürlich schon sehr hilfreich, wenn zum Beispiel Abgeordnete, bedrohte Gewerkschafter oder Bauern oder Indigenen in Brasilien oder Kolumbien besuchen oder begleiten oder auch wenn Internationalisten das machen. Natürlich ist es sehr hilfreich, wenn internationalistische Gruppen nach Kuba fahren und da in Projekten mitarbeiten und zwar gar nicht in erster Linie, weil man da als Arbeitskraft so hilfreich ist, sondern weil man selber natürlich auch sehr viel lernt im Umgang mit anderen Leuten. Und ich glaube deswegen, also solche Solidaritätsprojekte von unten, wo man mitarbeitet und wirklich die kubanische Gesellschaft von innen raus kennenlernt, sind sehr, sehr sinnvoll. Aber auch natürlich auch in Brasilien oder Kolumbien oder Venezuela würde ich das immer empfehlen. Das öffnet den Horizont, das öffnet auch nochmal einen anderen Blick darauf, was es heißt, global für Veränderungen zu kämpfen. Und das Blick öffnet vor allen Dingen auch einen Blick auf die Ungleichheiten zwischen dem globalen Süden und der Situation bei uns in den Industriestaaten. Also das würde ich sehr empfehlen. Aber ich würde das Problem bei unseren ganzen Internationalismusdebatten in der Linken, dass es viel zu schnell hinausläuft auf Identifikation mit Parteien oder Staatsmacht, beziehungsweise in Abgrenzung zu Staatsmacht. Und ich glaube, viel entscheidender wären die sozialen und Klassenwidersprüche in den Gesellschaften zu betrachten. Und dann wird der Blick eben sehr schnell auch komplexer. Dann ist es gar nicht mehr so einfach zu sagen, zum Beispiel über die kommunistische Partei Kubas ein einfaches Urteil zu fällen, wird sehr viel schwieriger, wenn man merkt, wie plural diese Organisation eigentlich ist und dass es da durchaus auch unterschiedliche und sehr kluge Strömungen auch gibt. Also selbst wenn man die Staatsmacht kritisieren wollte, würde man da sicherlich zu differenzierteren Urteilen kommen. Und sowas wäre wünschenswert, aber dafür müsste man erstmal auch zuhören und nicht gleich mit Halbwissen oder Viertelwissen
versuchen, Anträge zu schreiben. Das ist ein total kluges Plädoyer. Und ich, abschließend will ich doch noch eine Frage stellen, weil ich es heute so aufgeschnappt habe, auch wieder Junge Welt. Es gibt einen größeren Text heute in der Jungen Welt von diversen Bundestagsabgeordneten, unter anderem auch die besagte Ola Jelpke und Sevim Bogdelen, die ins Gericht gehen mit dem Wahlprogrammentwurf der Linken. Und ein Absatz darin, ich weiß nicht, ob du das Papier kennst, lautet doch tatsächlich, die Solidarität mit Kuba findet sich nicht im Wahlprogramm der Linken wieder. Und was ist hier los, sozusagen, verabschiedet sich die Linke vom Linkssein? Was würdest du darauf antworten? Wählen Menschen in Deutschland die Linke, weil dort Solidarität mit Kuba drinsteht? Also ich, zunächst mal bin ich ja immer ein großer Freund und Anhänger und Fan von Ola Jelpke gewesen, weil die so viele Verdienste hat um Asyl- und Flüchtlingspolitik und auch Antirepressionspolitik. Deswegen, also ich, aber muss ich, will ich das wirklich jetzt nicht so auf so eine persönliche Ebene ziehen, aber andererseits muss ich, habe ich eben auch den Eindruck, dass das so eine Beschädigungskampagne von manchen Leuten zumindest, die das unterzeichnet eben ist, auch ist. Denn, also das Wahlprogramm, ich meine, ich muss zugeben, dass ich es jetzt nicht mit der Lupe so lese. Ich meine, habe jetzt für letztes Wochenende 160 Seiten gelesen, das versteht sich, dass ich dann jede Formulierung auf die Goldwaage lege. Aber ey, die ganze Friedens- und Sicherheitspolitik, da steht absolut das Gleiche drin, was im letzten Wahlprogramm stand. Und es steht auch das Gleiche drin, was im Erfurter Programm steht. Also das ist wirklich absurd. Das ist also zu glauben, dass da jetzt irgendwie eine Wende eingeläutet wird. Also wenn man Angst hat, dass bestimmte Leute irgendwie die Partei in eine Richtung kippen, dann könnte man vielleicht lieber in der Bundestagsfraktion gucken, wer da so machtstrategische Bündnisse geschlossen hat. Und das ist ja eher, glaube ich, gerade das Problem, dass es da so eine eigenartige Allianz von unterschiedlichen Positionen gibt, die allerdings eben dafür sorgen, dass vom pluralen Bild der Linken in der Fraktionsführung viele Sachen gar nicht repräsentiert sind oder kaum repräsentiert sind. Das scheint mir viel eher das Problem zu sein. Also warum Ola Jelpke da ihre Energie nicht lieber darauf verwendet. Aber okay, das kann ich nicht so beurteilen, warum sie das macht. Also ich kann sie nur und auch allen anderen, die Mitglieder, die sich Sorgen machen, sagen, also meiner Ansicht nach und ist in diesem Wahlprogrammentwurf genau das drin, was in den anderen auch war. Es gibt überhaupt keinen Versuch an der Friedenspolitik oder aus sicherheitspolitischen Linie was zu verändern. Der Versuch von Matthias Höhn wurde erstmal so, sehr deutlich einstimmig zurückgewiesen, was wiederum andere dann so interpretiert haben, wir würden gar keine Diskussion zulassen. Also natürlich kann man in der linken Partei immer diskutieren, aber ich sehe auch überhaupt gar keinen Grund, warum man an der Friedenspolitik irgendwas ändern sollte. Also jetzt gerade, wo 20 Jahre Afghanistan debattiert wird, da finde ich, ist das so, sieht man so wunderbar. Also das erinnere ich mich, dass wir damals als gesellschaftliche Linke, die Linkspartei gab es ja noch nicht, die einzigen waren, die gegen diese Afghanistan-Intervention waren. Die Grünen waren ja begeistert dafür. Wir haben ja sogar demonstriert damals gegen die Grünen, deswegen wegen dem Jugoslawien- und Afghanistan-Kriegsbeteiligung. Und alles, was wir damals vorhergesagt haben, hat sich ja eigentlich bewahrheitet. Also, dass diese militärische Intervention überhaupt kein einziges Problem in Afghanistan gelöst hat. Und insofern gibt es also wirklich auch gar keinen Grund, warum wir jetzt realistischer werden sollten. Also wir waren ja sozusagen die Einzigen, die eine realistische Einschätzung von dieser Interventionspolitik hatten. Wir haben als Einzige realistisch begriffen, dass sich Gesellschaften nicht demokratisieren lassen durch eine Militärintervention eines imperialistischen Landes. Ja? Also das, und dass das eben auch eine grundlegend andere Situation ist, wenn die NATO Afghanistan überfällt, als wenn Alliierte 1940 oder bis 1939 bis 45 Krieg geführt haben gegen Nazi-Deutschland, weil es diese Vergleiche ja gab. Damals haben wir auch gesagt, das ist total absurd, das zu vergleichen. Imperialistische Staaten könnten keine Befreier sein. Die werden im globalen Süden nie als Befreier wahrgenommen werden. Genau das ist auch eingetreten. Also insofern haben wir eine realistische Einschätzung gehabt und es gibt keinen Grund an unserer Friedenspolitik da in dieser Hinsicht irgendwas zu verändern. Und kann da alle beruhigen, zumal es eben auch im Parteivorstand ja ganz viele Leute gibt, die genau diese friedenspolitischen Sachen sehr aufmerksam lesen und da immer auch widersprechen. Der Programmentwurf, Wahlprogrammentwurf, Unklarheiten noch sind, die noch nicht ausformuliert sind oder noch nicht so optimal formuliert sind, dann ist das ja auch gar kein Problem. Das ist ja nur ein Entwurf. Also es gibt auf jeden Fall von der Parteiführung überhaupt gar keinen Bemühen daran, was zu verändern. Und
die Linke jetzt sozusagen regierungskompatibel zu machen. Das ist wirklich, die Probleme und die Widersprüche sind echt ganz andere, muss man wirklich sagen. Das ist eine Scheindebatte. Okay. Das war jetzt wirklich ein gutes Stichwort und trotzdem nochmal ein wichtiger Schlenker. Danke, Raul, für das Gespräch und diese Impressionen und vor allem auch das Plädoyer für mehr Grautöne statt Schwarz-Weiß. Ja, manchmal ist es auch ganz gut, klare Kante zu zeigen, auch mal dagegen zu halten. Deswegen, also ich hätte jetzt auch gar nichts, wenn eine Sache eindeutig weiß ist, sollte man auch sagen, sie ist eindeutig weiß oder eindeutig schwarz, ist auch eindeutig schwarz. Aber gerade was Internationalismus angeht, ist differenziertere Position und vor allen Dingen auch weniger Deklarationspolitik ist wirklich sehr hilfreich. Ja, danke. Ja, danke dir. Und alles Gute. Jo, ja, tschüss.